Was geht ab, Bolzplatzkids? Willkommen zum besten FC Bayern Fan-Kanal auf YouTube. Der FC Bayern hat es geschafft. Wir sind in der zweiten Runde vom DFB-Pokal. 5:0 haben wir hier gewonnen gegen Viktoria Köln. Das ist jetzt meine kleine, ja, Spielanalyse, Spielerbewertung, wie man es auch nennen mag. Ich quatsch einfach ein bisschen los und rede über das Spiel. Ihr könnt das gleich in den Kommentaren machen. Schreibt einfach, wie ihr das Spiel fandet. Und ja, machen wir so. Fangen wir erstmal an. Was mir sehr auffällig war, ich weiß nicht, mir ist irgendwie immer noch Gnabry gerade im Kopf geblieben. Ja, mit Gnabry ist irgendwas. Auf jeden Fall war das heute nicht sein bester Tag. Kein gutes Spiel. Technisch auch wieder gab es ein paar Sachen von Gnabry, die mir nicht so gefallen haben. Die Situation hat er dann nicht gelöst. Er ist manchmal schwerer gemacht. Dennoch gab es so ein, zwei Sachen, wo er dann doch gut gemacht hat. Auch wo Tore auch passiert sind, hat er ein gutes 1-2-Kombinationsspiel gemacht. Aber die einfachen Tore, die macht er irgendwie nicht. Ich verstehe es nicht. Er schießt direkt auf den Torwart oder ich weiß es nicht, aber schwere Tore macht er, ne? War es nicht gegen Gladbach, wo er so ein krasses Tor gemacht hat? Oder war es nicht, nee, nicht Gladbach, das Spiel davor oder so? Das bekommt er dann hin. Aber einfache Tore, einfache Pässe, einfache Annahmen, da sieht es irgendwie schwer aus. Erstmal gucken mit dem Kamerafokus. Ah ja, da haben wir es. Da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass Gnabry das noch besser macht. Hat auf jeden Fall 90 Minuten durchgespielt, weil er die Spiele davor nicht gespielt hat. Gehen wir mal erstmal nach hinten. So, Ulreich hatte auf jeden Fall ja nicht viel zu tun. Wenn Bälle auf ihn kamen, glaube ich auch direkt auf ihn zu. Aber dass du, es ist nur bei allem Respekt Viktoria Köln, dass du Hernandez und De Ligt, das gefällt mir, ne? Das hat was. Das hat was, das gefällt mir, wie De Ligt sich auch manchmal richtig reingeworfen hat. Das fand ich geil. Wünsche ich mir öfter. Hernandez sowieso, das ist mein Gladiator. Dann noch eine Sache. Paul Wanner war nicht im Kader, weil ich jetzt von der Abwehr nach vorne gehe. Ja, Paul Wanner wurde angepriesen als Davis Backup. Paul Wanner war nicht im Kader. Vielleicht hat er ja für Bayern 2 oder U19 oder so gespielt. Das kann auch sein. Aber wenn nicht, dann sehr schade, weil. Ja, wie man sieht, ist er doch nicht Davis Backup, weil auch in der Bundesliga hat schon Davis gefehlt in dem Spiel und Paul Wanner war nicht der Davis Backup. Ich traue es ihm ja auch nicht zu, aber Nagelsmann oder Bayern hat es so hochgepriesen, dass er das sein soll. Sehen wir ihn nicht. Er tut mir bisher noch ein bisschen leid. Ich hätte ihn gerne spielen gesehen, genau wie Vidovic, der jetzt leider weg ist, genau wie Zirkzee, der auch leider weg ist, aber wir hatten Comebacks. Choupo-Moting hat gespielt, der war wieder da, hat sich fast gekrönt mit dem Tor. Goretzka hat sich sogar gekrönt mit dem Tor und hat einfach das vorher gemacht, was ich vorher sage. Goretzka verletzt sich, kommt dann zurück und macht irgendwie dauernd in seinen Debütspielen ein Tor. Ich weiß nicht wie, ne? Aber ich gönne ihm das, das hilft ihm bestimmt. Bisschen Selbstbewusstsein tanken. Dann kommen wir noch zu einer Sache. Kommen wir ins Mittelfeld. Joshua Kimmich. Ich liebe ihn, seine langen Bälle, diese Chipbälle. Er kontrolliert das Mittelfeld. Aber auch in der ersten Hälfte, es passiert öfters, da wird er gepresst. Er kann sehr leicht den Ball an Hernandez geben, an De Ligt. Er behält aber den Ball. Er schaut sich ja auch um, weil er sich denkt, wo kann ich den Ball jetzt abgeben? Währenddessen laufen aber zwei Spieler auf ihn zu. Und dann verliert er den Ball, weil er ihn einfach nicht abgibt. Einfach zu spät. Und das kann uns noch irgendwann Punkte kosten. Wenn das in der Champions League passiert gegen Inter oder Barca, regt es mich auf. Auch manchmal ist nicht oft leichtsinnige Fehlpässe von ihm, weil es oft so, wenn Kimmich einen Fehlpass spielt, das kann ja jedem passieren, ist nicht schlimm. Aber wenn es bei ihm passiert, auf seiner Position, so tief, wie er sich die Bälle holt von den IVs, kann es sehr gefährlich werden in Kontern. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst. Ich wünsche mir da ein bisschen mehr Sicherheit, weil das hatte er mal. Das ist aber ein bisschen weggegangen, finde ich. Da finde ich, kann man besser machen. So, jetzt mein absoluter Starboy Grabenberg. Oh mein Gott. Was für Bewegungen der Kerl im Spiel hat, erinnert mich sehr oft an Thiago Alcantara oder an Pogba. Drehungen, First Touch. Ja, gegen Ende auch Kombinationsspiel mit Mathis Tilber auch überragend. Die beiden haben mir irgendwann voll gut gefallen, aber von Kramer erwarte ich noch so viel. Ich glaube, der geht so ein bisschen unters Radar, aber das gefällt mir. Niemand redet über Grabenbech, das soll auch so bleiben, weil der wird sich noch richtig gut machen. Ich sag's euch, Grabenbech, das ist mein Mann. Grabenbech ist mein Mann. Da ich auch schon über Mathys Tel geredet habe, ich freue mich
absolut mega, sein Debüt-Tor und was ein Tor, ne? Man sieht auch, der ist mutig. Es klappt nicht immer alles, was er macht, aber es ist nicht schlimm. Es ist mutig. Ich merke ihn, glaube an, dass er ein bisschen nervös ist und dass er was zeigen will, aber es ist kein Problem. Manchmal stehen zwei Verteidiger vor ihm und er versucht einfach durch beide in die Mitte durchzugehen. Er versucht, am Anfang nicht geklappt. Beim zweiten Mal hat es geklappt und er hat noch den super Abschluss gemacht und hat sich mit einem Tor gekrönt. Hätte er sich nicht getraut, wäre das nicht passiert. Aber hat sich getraut. Und genauso soll das sein. Dafür haben wir ihn geholt. Dafür hat er viel Geld gekostet. Hat mich mega gefreut. Hätte sogar noch ein zweites Tor machen können. 1 gegen 1 gegen Torwart hat leider nicht funktioniert. Aber dafür doch hoffentlich beim nächsten Mal. So, rechte Seite. Genau, Masraoui. Masraoui. Den habe ich auch mitten im Spiel angemerkt, dass er irgendwie immer mehr Selbstbewusstsein bekommen hat. Am Anfang hat er mir nicht ganz so gut gefallen, aber gegen Ende des Spiels hat er immer mehr gemacht, Lösungen im Mittelfeld gefunden. Der war auch oft im Mittelfeld oder auf der rechten Seite, kam ab und zu, am Anfang nicht, gegen Ende ein, zwei Flanken, die dann doch gut ankamen. Und ja, spielerisch löst er ein paar Sachen schon sehr gut, finde ich, was dann ein bisschen ein Upgrade gibt zu Pavard. Defensiv ist für mich Pavard besser, weil auch beim Gegentor von Köln, was abseits war, fand ich Masraoui nicht gut. Das sah sehr schlecht aus. Ich habe mich auch gewundert, warum er da nicht drauf geht. Er hat einfach nur zugeguckt und nichts gemacht. Da finde ich Pavard defensiv schon besser. Oh. Danke für dein Abo, der Gamer-Kanal hier mittendrin einfach. Da finde ich, dass ja defensiv Pavard besser macht, Masraoui dafür offensiv schon bessere Lösungen hat, obwohl Pavard offensiv eigentlich auch ganz solide spielt. So, kommen wir noch zu Stanisic. Den hätte ich sogar schon fast vergessen. Stanisic mag ich, also in Stanisic sehe ich jemanden auf dem Spielfeld, der nicht jetzt komplett kreativ ist und oder lange Bälle macht oder irgendwelche Lösungen sucht und irgendwas zum Spiel macht. Bei Stanisic sehe ich jemanden, der auf dem Spielfeld ist, den man irgendwie immer anspielen kann. Und der keine Fehler macht irgendwie. Du kannst Stanisic den Ball geben, er macht nichts Spektakuläres, er gibt den Ball halt einfach weiter, aber man kann ihn immer anspielen irgendwie. Er steht immer richtig zum Anspielen und gibt dann den Ball weiter. Er macht jetzt nichts Krasses draus. So. Es könnte zum Beispiel Kramaric machen, aber Stanisic gibt was Solides her und er kann überall auf dem Spielfeld spielen, das ist das Geile. Deswegen geben wir ihn auch, glaube ich, nicht ab. Er kann Linksverteidiger spielen, er kann sogar, glaube ich, innen spielen, er kann rechts spielen, er kann auf der 6 spielen. Er war ja sehr oft heute im Mittelfeld auf der 6er Position. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Hat mir eigentlich gefallen. So, dann muss ich jetzt noch einen kleinen Real Talk abgeben an Sadio Mané. Ich finde, dass Sadio Mané, also nicht nur an dem heutigen Spiel allgemein, viel mehr machen kann, was er drauf hat. Aber ich finde, er ist noch nicht hundertprozentig im Bayern-Spiel angekommen. Er ist manchmal außen vor, manchmal sieht man ihn auch gar nicht. Manchmal hat das ein bisschen schwer. Er hat sich trotzdem mit einem Tor gekrönt. Es war auch ein super Pass von Kimmich, langer Ball auf Gnabry, der dann rüberlegt auf Mané. Aber Mané kann noch mehr und das wird noch kommen, hoffentlich. Das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass Mané viel mehr kann. Das haben wir auch bei Liverpool gesehen. Das wird noch kommen. Da, ja, die Stimmen noch nicht, die Abläufe noch nicht alles ganz und die Formation ist auch eine andere als bei Liverpool. Aber das wird noch kommen von Mané, da bin ich mir eigentlich ja ganz sicher. So, wer war noch auf dem Spielfeld? Thomas Müller. Ich weiß gar nicht, was ich zu Thomas Müller sagen soll, ne? Das ist eigentlich immer fast, das ist irgendwie immer gleich. Immer gleich. Da fällt mir jetzt gerade eine Aktion auf, das ist jetzt nichts Spielerisches. Aber auf der rechten Seite, er und Gnabry hat nicht so gut funktioniert. Thomas Müller hatte sich da auch aufgeregt über Gnabry, da nicht die richtigen Laufwege macht. Gnabry war auch dieses Spiel irgendwie ein bisschen außen vor, was dann im Zusammenspiel mit Müller irgendwie auch nicht so gut, ja, gepasst hat. Manchmal die First Touches von Müller waren auch nicht so überragend, wurde dann zum Glück ausgewechselt mit Kimmich. Ich wollte unbedingt, dass diese beiden nicht 90 Minuten durchspielen, sondern auch ein bisschen Pause bekommen. Haben sie auch bekommen. Das ist gut. So. Welche beiden Spieler auch absolute Dynamik ins Spiel gebracht haben, Musiala und Sané. Was für ein Spieler ist Musiala? Das ist nicht normal. Am Anfang der Saison, der Zuschauer Pavel T. hat mit mir noch gewettet oder gesagt, wetten, Musiala wird 20 Scorer machen. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, wird er nicht. Wie viel hat der Junge schon gesammelt? Das ist nicht normal. Der wird auf jeden Fall auf seine 20 Scorer kommen, ne? Schon wieder sich mit dem Tor gekrönt. Und was sehr, sehr, sehr geil ist, ihr habt es bestimmt auch gesehen.
Musiala und Sané verstehen sich wie blind auf dem Spielfeld. Die verstehen sich so gut. Die suchen sich auch immer gegenseitig. Sané und Musiala, mua, super Zusammenspiel von den beiden. Sané hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ich kann nichts Negatives über Sané sagen. Alles war eigentlich ganz gut. Dann kam noch Choupo-Moting rein, hat mich ja sehr gefreut, fast ein Tor gemacht. Aber ja, ein paar Aktionen da, ein paar nicht. Goretzka war da, hat sich mit dem Tor gekrönt, einfach nicht normal. Und es war auch richtig komisch, wieder Goretzka auf dem Spielfeld zu sehen, weil ich weiß nicht, weil er so breit ist irgendwie. Das ist so komisch und ungewohnt, Goretzka zu sehen. Und da ja, habe ich was verloren. Habe ich jetzt irgendeinen Spieler vergessen? Gab es noch irgendjemanden? Nee, oder? Ich glaube, ich habe jetzt alle. Kam alle. Sabitzer, ja, da, ja, Sabitzer kann man nichts sagen, da kam nur spät rein. Aber ich wünsche es mir irgendwie für die Zukunft, dass eher Gravenberch Stamm spielt als Sabitzer. Ich finde, Gravenberch hat da, ja, der bringt da noch ein paar Gewürze ins Spiel, die Sabitzer einfach nicht hat. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen wünsche ich mir da eher Gravenberch. Ja, und auch Props nochmal an Viktoria Köln, ne? Die haben auch oft, finde ich, auch gut hinten verteidigt, so. Paar Aktionen gehabt nach vorne, aber da hat ein bisschen Qualität gefehlt und da war auch einfach Hernandez und die liegt einfach sehr gut in der Abwehr. Ich wünsche ihnen auf jeden Fall noch alles Gute in Zukunft und mir ist Samir, auf geht's Bayern in die zweite Runde im DFB-Pokal. Wir holen uns den DFB-Pokal, das ist ein Muss diese Saison. Leute, gebt ein Abo, gebt ein Like, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Und traut rein.